Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde. Hoppala. SnowRunner. Hier auf meinem Kanal. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gut drauf. Und ich habe bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und in dieser Folge werden wir eine kleine Transportmission machen. Jetzt gerade versehentlich vergessen, den Hänger da abzuhängen. Weil ich brauche hier nämlich einen Anhänger. Und wir müssen dann hoch zur Fabrik fahren. Wir müssen da gleich hoch zur Fabrik fahren. Wir haben hier schon, am Hof stehen, unseren allbeliebten übergroßen Auflieger. So, Motor auf den Hänger lösen, Handbremse aus, dann dies aus und dann fahren wir. Jawohl. Die verbunden Anhänger ankoppeln, jawohl, den haben wir. Und dann müssen wir den da hochbringen, und zwar in die Fabrik. Das heißt, wir müssen da jetzt Ziegellager, okay, wir müssen ins Ziegellager müssen wir den bringen. Das heißt, wir dann jetzt hier schon mal einen Euro rein. In die Innenansicht, schalten wir mal das Licht durch. Und ich würde sagen, dann geht's dahin. Und dann mit Schmackes über den Berg auf. Ich hätte eigentlich vorgehabt, die Folge nach Alaska zu gehen. Aber ich muss hier nur gewisse Sachen freispülen, damit dass ich an die Reifen komme, die wo sie möchte. Und auch an die Federungen, wo sie möchte. Ah, mit dem Auflieger hat er zum Kämpfen. Sorry, wenn es jetzt mal kurz lautet, ich muss gerade mal die Rollo hinter mir runterlassen. Weil im Moment scheint mir die Sonne zu auf dem Fernseher. Dann sehe ich nämlich gar nichts mehr, dann blende ich mich nicht mehr selber. Wir nehmen einen von den hinteren linken Punkt. Ich hab heute mal bei anderen YouTubern so reingeschaut.
Aber da haben die meisten nah, das so wie ich das Problem. Wenn's, es sind Folgen bergig, wenn alles klappt. Also das ist schon bergig, wenn du losstartest, du ziehst da über den Hügel auf, das ist alles super. Und es ist vielleicht auch lässig, wenn man mit richtig viel Material startet. Aber für mich ist ja die Kunst, du musst die von kleinen Unternehmen, wie sicher das da als Unternehmen ein bisschen so was Großes entwickeln. So, schauen wir mal, geht das jetzt mit Euro besser, zieht er da an. Ich will ja da nicht aufnehmen. Wenn ich mir denke, ich habe zwei Wochenenden Schulungen gehabt, damit er sich gefahren gut transportieren darf. Und wenn du sowas in der Realität, glaube ich, machst, dann nehmen sie da nicht nur den ADR-Schein, sondern dann nehmen sie da einen Führerschein. So ganz ohne Kennzeichnung, ohne Gewohngutausrüstung, einfach nur so, wir hängen jetzt die Suche und dann fahren wir mal. Aber es ist halt so, dass halt, es ist halt ein Spiel. Es ist halt eigentlich ein Spiel. Ein richtiger Geilspiel. Ich weiß nicht, wie viele Folgen, dass ich schon am Stück eigentlich jetzt wieder aufgenommen habe. Ich darf gerne mit meinen Eishockey-Projekten weiter, aber wenn es irgendwo durch Matsch zum Fahren ist, in der Wildnis, wo es schwierig wird, da bin ich daheim. Da bin ich daheim. Da, das sind Spiele, da wo ich sage, absolut, absolutes Highlight für mich. Ich als ehemaliger Trucker. 7 Minuten haben wir jetzt ungefähr drauf verbraucht. So ungefähr so wie auf dem Timer oben stehen. Ich werde jetzt den Fehler da nicht machen, dass ich da durch das Wasser durchfahre. Ich werde da gekonnt den anderen Weg nutzen. Er ist zwar ein bisschen holpriger, aber. Ich muss mal schauen, weil ich habe bei den PC-Spielern gesehen, dass die Spiegel animiert haben. Hopp, 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 hopp. Lass nicht nach. Wir sind da gleich unten. Ich gehe mal davor aus, dass wir hier irgendwie in der Luft hängen. Ja. Binde Anbringer. Der Grafik zu Schulden der PlayStation. Jetzt müssen wir mal da unter die Optionen mal schnell schauen. Einstellungen.
Spiel Hut Audio. Hut ausblenden. Steuerung. Oh, hopp, da hat man nichts. Ich meine nicht, man könnte da sind die Spielgleichstellen, aber wahrscheinlich geht das nicht. Ich habe das bei einem Homer gesehen, der ist mit PKW gefahren, weil ich immer mal aufpassen muss, nachts mit unserem Gelände, wo wir unterwegs bin, ob da die Spiegel animiert sind. Da jetzt beim Lastwagen ist man eher blind. Okay, das ist ein mehrstufiger Auftrag. Wir müssen jetzt nicht nur den Tankauflieger dafür bringen, sondern wir müssen dann auch noch wieder zurück in die Bude auch. Dann muss ich den Laster umbauen. Ich habe ja gesagt, dass ich ihn umbaue. Und dann müssen wir noch mal reinschauen. Dieser Lieferungspunkt. Und da ist der Ablieferungspunkt. Ach du Gott. Wie ich das gewusst hätte, war ich anders gefahren. Ah, ich hab da ja, jetzt ist es auch schon vorbei. Sieht der Hund dummi vor über den Sumpf. Dann frisst es mit unten, hundertprozentig. Da geht es gerade wieder zurück zum. Also werden wir es riskieren, da durch die Talschneisen durchfahren. Oder wir versuchen es da rum. Das wäre auch eine Möglichkeit. Querföder hin. Zweistufiger Auftrag, zwei Folgen gehen wir davon aus. Deswegen ist der Tankwagen da unten gestanden. Also muss ich das lassen, die Dinger da mitnehmen, wenn ich in der freien Bild. Ja, okay, dann, ich hab's dann zum Startpunkt schon da. Das ist was anderes. Mehr für die weniger leichte Variante entschieden, das ist immer so. Bei Spiele richtig schauen, das war noch nie meine Stärke. Ich riskiere es jetzt, Tommy.
dann muss ich wieder irgendwo durch den Wald um mich. So, also bevor das jetzt bergauf geht. Unten, wenn der Felsen kommt, muss ich um mich. Das heißt, da unten der Felsen. Dann geht da der Weg auf. Wer lass deine Bindenpunkt. Ah, wir sind so außer, dann tun wir mal hier da die Winde lösen. Na, Bindenpunkt. Ich messe halt gerade um mal leck mir am Arsch noch führe. Jawohl. Und schon geht's da hier, und schon geht's da hier. Gerade nicht auch auf dem Gas. Gerade schauen, dass wir alle irgendwie einen Baum in der Nase haben. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, man könnte sich den Weg ja markieren. Ist gut gemacht, ist sicher gut gemacht für Leute, die sagen, ich konzentriere mich voll aufs Fahren. Aber wenn wir da schauen, wir haben hier nirgends ein Navi. Also ist mein Langkarten, mein Navi. Wenn wir dann da unten angekommen sind, schauen. Okay, wir müssen eigentlich gerade den Weg nachfahren. Es kann dazu auch, aber ich helfe mal ein bisschen mit der Winden, weil es tut sicherlich nicht schaden. Ich bin immer noch voll im Gas drin. Also ich glaube, dass dies der optimalste Weg ist zum Fahren. Jetzt geht es eh schon wieder bergauf. Was kommt mit den schweren Dingen über die Kuppen drüber kommen? Das ist bei uns machen so das vorne, dann bist du ein kompletter Verbrecher. So, jetzt gehen wir mal einen Schubser mit. Ist der Weg weg oder was? Ah, da unten kommen wir.
Jawohl. Optimal. Optimal. Schauen wir, ob wir mit eurer Pisse jetzt zurechtkommen wieder. Geht schon wieder drum schnell. Ich denke einmal. Hat. Lafts. Bis jetzt kriegt man viel Lafts ganz gut. Auf die Straße. Jetzt müsste man eigentlich einmal Traktion unter die Reifen, weil ich brauche so ein bisschen die Reifen. Das werde ich dann mit dem Umbau gleich, wenn es Geld übrig bleibt, mitmachen. Jetzt mal einen gescheiten Übersturz geben. Bisschen Dieselsporen neu was ausschalten. Das waren so lässige Koop-Missionen, waren das. Zwei Leute, einer mit dem Tankwagen, einer oder zwei, nur zwei dazu. Für drei Leute war das Arbeit. Waren da zwei Zirkel, war für vier Leute auch. Das hat sicher im Koop auch super funktionieren. Aber ich bin ja ein harter Tracker, wo ich euch schon. Die Ein-Mann-Firma HP Wolf. Ah, ich hab das geliebt aus LKW-Fahrer. In schwierigen Firmen, eine von überhaupt in Italien unten. Durch so Gasse durch, wie ich mit meinem Onkel nur on the road war. Die drei Onkel sind Fernfahrer, die haben alles beigebracht, was ich weiß. Ah, das waren schon lässige Zeiten, damals in den 90er Jahren in Italien unten. So. Steht ein geiler Auflieger. Wenn wir auf der Höhe. Wenn wir doch fertig sind. Nehmen wir den da hin. Schau, den können wir uns jetzt sogar halten, oder was? Schau her. Moment, ich muss... Entschuldigung, falls das nicht einer das Trommelfell zerrissen hat. Schau her, kommen wir uns den Auflieger... Platz hat gehalten. Das ist gut. Das ist schon mal gut. Da machen wir uns jetzt mal einen Schlachtplan. Wir können mal zurückgehen. Da steht auch noch was erinnern. Das markiere ich mal. Da muss ich nicht hin. Und zwar, wir fahren jetzt halt da wieder hoch über die Straße. Haben wir die Straße hoch. Oh, das haben wir schon beim letzten Mal gesehen, dass das nicht funktioniert.
Da müssen wir Zirkel holen, also was die Straße hoch, wenn wir gekommen sind, und dann nicht mehr auf für den Wald, sondern mal schauen. Ich muss da rein, weil da haben wir nämlich nur die Talsperre. Da haben wir nämlich die Talsperre, die haben wir noch nicht aufgeräumt. Okay. Aber wir haben eh schon wieder 25 Minuten auf der Uhr. Aber ich würde sagen, ich fahre jetzt einfach einmal noch. Das ist das, das wird ein bisschen begleitet, dass ich nicht so, dass ich nicht so ganz allein bin. So. Spiegel siehst du gar nichts. Ja, mit einem langen Tankwagen fährt sich schon viel leichter. Ich würde den Tankwagen auch nicht da irgendwie abstellen und mein Fahrzeug zurücksetzen. Weil wenn er uns schon gehört, dann kann er uns auch von Nutzen sein. Weil alles, was ich geschenkt kriege in dem Spiel, brauche ich nicht kaufen. Und das, was ich nicht kaufen muss, bleibt mir Geld, wo ich dann mir das nächste Mal ein bisschen Lastung haben kann. So. Dann. So gehen wir jetzt weiter zur Talsperre und dann mit der nächsten auf. Okay. Dann fahren wir den gleichen Weg wie das letzte Mal. Müsste jetzt da sein. Jawohl, da ist Gas. Was haben wir denn? Haben wir 28, haben wir schon. Weil den Rest bis zur Werkstatt ohne ihn gefahren. Und da werde ich jetzt auch noch gleich in Folge aufnehmen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, kann ich gerne abonnieren. Und die Glocke aktivieren, so dass er nichts mehr Neues verpasst von mir. Wer mit mir im Koop spielen will, braucht auch gerade einmal unten in die Kommentare einschreiben, dann machen wir uns was aus. Und dann wünsche ich Ihnen bis zur nächsten Folge hier von SnowRunner nur einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, und dass du dir hier dieses Video schaust. Bleibt mir gewogen und vor allem meine Sportsfreunde, ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus.